Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Brinkmann Klartext. Hallo, Herr Doktor. Ja, hallo, Tolga. Herr Doktor, in den letzten Wochen sorgte ein Thema für Beben sozusagen in Deutschland, die Wannsee-Konferenz 2.0 oder Geheimplan gegen Deutschland. Was ist eigentlich da passiert? Ja, das ist verwirrend, weil die Begriffe nicht stimmen. Mit Wannsee 2.0 ist gemeint, es gab eine Konferenz in einer Villa in Potsdam, wie sie es 1942 in einer Villa am Wannsee gab. Damals hat aber die SS, 12 hohe Offiziere waren vertreten, einfach den Massenmord an den Juden in einen organisatorischen Plan gefasst, der darauf zielte, 11 Millionen Juden, und die Listen lagen vor, wie viele Juden gibt es in dem besetzten und den noch nicht von der Wehrmacht besetzten Staaten, und wie schafft man die in die Vernichtungslager in den Osten. Also da ging es um wirklich brutalste, mörderische Taten, und das zu vergleichen mit einer Sitzung der AfD, der AfD-Freunde in einer Villa in Potsdam, das ist einfach absurd. Und wer das gemacht hat, weiß nicht um die Gewichtung. Ja, das, was in Potsdam geschah, war eine Diskussion unter den AfD-Freunden und den eingeladenen Gästen, die der AfD wohl auch sehr nahe standen, zu fragen und zu diskutieren, was machen wir mit den vielen Einwanderern und den vielen Asylbewerbern, die abgelehnt werden. Die können doch nicht hier bleiben, die müsste man sofort und schnell wieder in ihre Heimatländer zurückschicken. Ja, also das zu vergleichen und auch dennoch zu benennen mit Wannsee 2.0 ist geradezu, ich finde das köstlich furchtbar. Ist es verboten zu planen, wie man Flüchtlinge wieder zurückschickt? Nein, es ist nicht verboten. Es ist nur die Frage, wie geht man mit ihnen um, gemäß den Richtlinien des Grundgesetzes. Und ich trage ja immer das Grundgesetz zwar nicht im Arm, aber ich habe es immer bei mir. Ja, ein kleines Heftchen mit deutscher Fahne. Das Grundgesetz regelt ganz genau, wie das Asylverfahren ablaufen soll und muss. Das heißt, es geht nach geordneten Regeln. Dann kann man sagen, die Vernichtung der Juden ging auch danach. Aber das ist nicht vergleichbar. Das darf man überhaupt nicht vergleichen. Um das mal im Klartext zu sagen, das ist wirklich unverschämt frech. Ja, und das sollte man sein lassen und nur über dieses Treffen am Lenitzsee sprechen. Denn dort ging es um die Flüchtlinge, die Asylanten. Und es ist natürlich nicht verboten, darüber zu diskutieren, wie kriegt man die Asylbewerber, die nicht als Asylanten anerkannt wurden, wieder außer Landes. Und das geschieht nach jetzigem Recht zwar auch, aber sehr, sehr langsam. Und da gibt es denn AfD-Strömungen, die sagen, das muss viel schneller gehen, die belasten unser gesamtes System. Und die muss man also entfernen. Und wenn es Millionen sind, dann müssen die Millionen eben raus aus diesem Land. Das widerspricht aber dem Grundgedanken des Grundgesetzes, dass wir jedem, der schutzbedürftig ist, auch Schutz gewähren. Also kann man sagen, das ist verfassungsfeindlich. Das ist zudem fremdenfeindlich. Man geht mit den Menschen um, die wirklich aus einem Land, nehmen wir mal Syrien oder jetzt Ukraine, kommen, wo ein Krieg tobt. Und diese Länder suchen Schutz bei uns, und diesen Schutz garantiert das Grundgesetz. Und wer das negiert, der ist gegen das Grundgesetz. Und deswegen wird die AfD ja auch in einigen Teilen dieses Landes von Verfassungsschutz beobachtet. Denn das ist klar verfassungsfeindlich. Remigration wurde zum Unwort des Jahres gewählt. Pläne, bei denen Millionen Menschen auch mit deutschem Pass aus dem Land abgeschoben werden sollen. Ja, das Wort Remigration gibt es schon lange, und das ist eigentlich ein Wort, das einen normalen Vorgang beschreibt. Man bietet den Menschen, die hier nicht bleiben wollen, die erstmal zu uns gekommen sind und Schutz suchten, aber diesen Schutz offenbar hier nicht finden konnten oder keine Arbeit, die wieder nach Hause wollen, denen bietet man ein kleines Rückkehrgeld an. Das heißt, das steckt in dem Wort Re. Und Migration, das waren Leute, die nach Deutschland kamen, um hier zu bleiben, aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen, sich aber nach einer gewissen Zeit entschieden haben, wieder nach Hause zu gehen. Deswegen heißt das Wort Remigration. Das war eigentlich kein Unwort, sondern das war ein normaler Begriff, wie man den Leuten hilft und den Menschen hilft, die wieder nach Hause zurückgehen wollten, aber dazu nicht die entsprechenden Mittel hatte. Und damit sie nicht dem deutschen Sozialstaat zur Last fallen, sondern weil sie freiwillig, die Betonung liegt auf freiwillig,
freiwillig wieder nach Hause wollten, hat man ihnen etwas angeboten. Diesen Vorgang nennt man Remigration. Der ist aber nun verfälscht worden, indem man sagte, wir schmeißen alle raus, die hier kein Aufenthaltsrecht haben. Das ist zunächst einmal die Asylsuchenden. Von 1 Million Asylsuchenden wird nur ein Bruchteil anerkannt. Die anderen bleiben also im Normalfall hier. Und die sollen nicht hier bleiben, sagt die AfD. Nach geltendem Recht müssen die auch abgeschoben werden. Also sagt man, die müssen wir ganz schnell und in Mengen, sogar das Wort millionenfach ist gefallen, von dem sozialpolitischen Sprecher der AfD und von der Abgeordneten Huy, die haben hier nichts zu suchen. Die sollen wieder nach Hause. Also schmeißen wir sie raus und mit diesem Wort, dieses Wort ist dann befrachtet worden mit der Last der Geschichte. Remigration heißt Rauschmiss in deren Worten. In Wirklichkeit heißt es friedliche Zurückwanderung nach Hause. Das heißt, wurde jetzt nur gesprochen, dass die Flüchtlinge zurückgeschickt werden sollen oder aber auch Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft später erworben haben? Ja, die sind ja keine Bio-Deutschen, wie man heute so sagt. Und die sagen, die haben sich hier eingeschlichen. Denn wenn sie nicht anerkannt werden und sie haben irgendwie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, was eigentlich nicht geht, dann sind sie ja nicht zu Recht hier. So ist die Argumentation, die ist ganz einfach. Wer nicht zu Recht in diesem Lande ist, also keinen Rechtstitel hat, dass er sich hier aufhalten darf und dann vielleicht sogar deutscher Staatsbürger wird, den schmeißen wir wieder raus. So einfach ist das. Das geht aber nicht so einfach. Wer deutscher Staatsbürger ist, den kannst du nicht rausschmeißen. Wieder Grundgesetz. Ja? Und auf diese Grundregel muss man sich verlassen können. Tun wir auch alle, dass es so ist. Und wer deutscher Staatsbürger ist, Klartext, den kann man nicht packen und sagen, da ist die Tür, raus mit dir. Das funktioniert nicht. Das ist unmenschlich. Die AfD-Parteichefin Alice Weidel hatte sich von ihrem Berater getrennt, der an dem Treffen in Potsdam teilgenommen hatte. Naja, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht hat er nicht gefragt, dass er, ob er da hingehen darf oder nicht. Also das fällt uns allen ziemlich schwer, da Licht ins Dunkel zu bringen. Ich muss auch sagen, es ist mir völlig egal, ob sie sich von ihrem Berater trennt oder nicht. Sie müsste sich ganz offiziell von diesen Thesen trennen. Das Wort Remigration kommt im Parteiprogramm der AfD vor. Und es kommt vor allen Dingen in einem Buch vor, das Maximilian Krah geschrieben hat. Das ist ein ganz schlimmer Finger, wenn man das so sagen darf, in Sachsen. Nicht besser und nicht schlechter und vielleicht sogar noch schlechter als Björn Höcke, der auch das verwandt hat, die Remigration bedeutet, dass wir die Leute millionenhaft nach Hause wieder zurückschicken oder da, wo sie hergekommen sind. Und insofern sage ich, ob man da nur einen Berater rausschmeißt oder nicht, das ist mir völlig Schnuppe. Ist Ihrer Meinung nach dieses Treffen eine Privatsache einzelner Mitglieder oder wäre das ein weiteres Argument für ein Parteiverbot der AfD? Naja, das zu verknüpfen geht nicht so einfach. Also eine Partei zu verbieten, das hat ganz, ganz, ganz schwere Hürden. Das gelingt meistens nicht und das dauert sehr lange, weil man zwei Dinge beachten muss beim Parteiverbot. Man muss erst nachweisen, dass ein Ziel, sagen wir mal, massenhaft Bürger muslimischen Glaubens auszuweisen oder rauszuschmeißen aus Deutschland. Wenn das im Parteiprogramm steht, dann ist das schon schlimm genug. Ja, dann wird man vielleicht wegen Volksverhetzung oder so angeklagt. Aber die Partei wird deswegen noch nicht verboten, sondern die Partei wird verboten, wenn sie das, was sie in ihrem Programm stehen hat, beginnt real umzusetzen. Wenn sie also anfängt, gegen die Grundfesten dieses Staates anzugehen. Zum Beispiel zu sagen, wir wollen das Grundgesetz rabiat verändern. Wir wollen das Asylrecht abschaffen. Wir wollen die Grundrechte, die in Artikel 1 bis 20 formuliert sind, abschaffen. Wenn man also an die Grundfesten des Staates geht und sagt, das alles wollen wir nicht mehr, wir wollen eine neue Republik. Und das anfängt in die Tat umzusetzen, das ist das Entscheidende. Es muss der Beginn der Tätigkeit sein, diesen Staat zu verändern. In Wort nicht nur, sondern auch in Tat. Dann kann man nachweisen, dass sie es tatsächlich nicht so meinen, durch das Wort, sondern auch so tun.
durch die Tat. Deswegen heißt das ja Tat. Ja, und das ist sehr schwer, denn bisher kann man der AfD dieses nicht nachweisen. Man kann sich nur empören über das, was in ihrem Parteibuch steht, in ihrem Parteiprogramm steht. Man kann sich empören darüber, was einige sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, die überdrehen das ganz bewusst, damit die AfD im Gespräch bleibt. Aber sie tun es halt nicht, weil sie auch nicht in der Lage sind, es zu tun. Das könnten sie aber, wenn sie bei den Wahlen, zum Beispiel in diesem Jahr, den Ministerpräsidenten stellen. Thüringen wählt, Brandenburg wählt und Sachsen wählt. Und wenn da die FDP, wie nach den Umfragen zurzeit signalisiert wird, so weit nach vorne kommen, dass sie sogar den Ministerpräsidenten stellen könnten und dann anfangen, das umzusetzen, dann ist die Frage da, ist das der Beginn der Tat, die sie eigentlich nicht tun dürfen, oder bleibt es nur bei der reinen Deklamation, bei der reinen Erklärung, das machen wir, das wollen wir, aber wir machen es noch nicht. Und dann könnte man anfangen, Verbotsantrag zu prüfen. Deswegen ist die Zeit noch nicht da. Sie sagten gerade FDP, Sie meinen die AfD. Sorry. AfD natürlich. Nach Bekanntwerden des Geheimtreffens gibt es bundesweit Demonstrationen. Gab es auch in der Vergangenheit derartige Proteste? Nee, die gab es deswegen noch nicht, weil noch nie die Gefahr so groß war, dass die Festen des Grundgesetzes dieser Republik durch eine andere Partei angegriffen werden. Bisher war es so, das Grundgesetz wurde als Heiligtum quasi angesehen. Es war unantastbar und man hat demonstriert, dass es nicht richtig angewandt wurde, dass zum Beispiel die im Asylrecht es zu weit gespannt wurde, der Schirm zu groß gemacht wurde oder dass das Rederecht zu weit ist. Das Streikrecht zum Beispiel ist im Grundgesetz überhaupt nicht geregelt, deswegen konnte es so lange zum Streik der Bahn auch kommen. Sondern es gibt nur das Recht auf Streik, aber das Streikrecht, wann, wie lange ich streiken darf, darüber gibt es nicht mal ein Gesetz bisher. Das heißt, bisher gab es auch keine Demonstrationen, die so waren oder auf dem Plakat stand, wir wollen das Grundgesetz abschaffen, sondern nur die Ampel muss weg, aber nicht das Grundgesetz. Deswegen gab es das noch nicht. Und jetzt hat man die Angst und Sorge, dass wenn die AfD in Regierungsverantwortung kommt, was die Umfragen ja signalisieren, dass dadurch das Grundgesetz und die grundrechtliche Ordnung dieser Republik in Gefahr gerät. Und davor warnen noch alle. Und das ist das Gefährliche daran. Denn wenn sie erstmal an der Macht sind, die AfD-Leute, was machen sie dann? Jetzt sind sie nicht an der Macht, jetzt können sie zwar viel reden, aber tun können sie es nicht. Und dann sind wir an der gefährlichen Ecke. Sind sie in der Macht, haben sie nicht nur das Wort, sondern auch die Macht, etwas zu tun. Wurden schon mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Parteien verboten? Ja, KPD zum Beispiel. Mit welchem Grund? 1948, weil sie verfassungswidrig war. Die KPD wollte ja keine grundgesetzliche Ordnung, sondern sie wollte eine Diktatur des Proletariats nach den leninischen Formeln. Und das war natürlich direkt entgegengesetzt dem, was im Grundgesetz geregelt ist. Haben Sie das so öffentlich gesagt gehabt? Ja, natürlich. Das war ja der Kernsatz. Die KPD lebt davon, dass sie keine repräsentative Demokratie haben will, sondern eine Diktatur des Proletariats. So, und das ging nicht anders, das musste verboten werden. Und dann bildete sich gleich eine neue kommunistische Partei, die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei. Ja, aber die ist in der Versenkung verschwunden. Wie waren die Reaktionen aus dem Ausland? Ja, nicht gut, weil sie alle davor Angst haben, dass Deutschland jetzt wieder braun unterwandert wird. Und daher kommt auch der Vergleich der Wannsee-Konferenz mit der Lenitzer-Konferenz, den ich kann es nur sagen, ein bisschen für aberwitzig halte. Der ist überhaupt nicht angebracht. Aber im Ausland sieht man natürlich nur, da gibt es wieder eine Gruppe oder eine Gruppierung oder es gibt Einzelne innerhalb einer Partei, die schon schlimm genug ist, dass sie sich so verbreiten kann, sagt das Ausland. Und jetzt reden die davon, dass sie bestimmte Menschengruppen oder Gruppen von Menschen außer Landes bringen wollen. Und dann auch noch mit dem Hinweis, das ist kein Versprechen, sondern das machen wir, wenn wir an der Macht sind. Und zwar millionenfach schmeißen wir die Leute raus, die uns nicht passen. Das berührt natürlich das Ausland, obwohl in Frankreich und in Holland jetzt rechtsradikale Parteien an der Macht sind.
Sie sagten jetzt gerade Frankreich. Die französische Politikerin Le Pen hat sich nach Bekanntwerden über das Potsdamer Geheimtreffen von der AfD distanziert. Ist das kein Imageverlust auch im Ausland für Deutschland? Ja, das weiß ich nicht, wie sie sich umkehren. Ich glaube, die meisten interessieren sich nicht dafür, wie die Le Pen mit der AfD umgeht. Das ist auch nicht so relevant. Relevant ist, dass das Ausland Angst davor hat, dass diese Entwicklung auf Deutschland übergreifen könnte und dass Deutschland wieder braun wird. Denn der einzige mörderische braune Staat ist in Europa, in Deutschland entstanden, 33 bis 45. Und dass sich sowas wiederholt, davor haben alle eine Menge Angst und davor alle eine große Sorge. Und deswegen darf es nicht passieren. Und deswegen gehen Hunderttausende auf die Straße. Das erste Mal, dass zum Schutze des Grundrechts und des Grundgesetzes Menschen in dieser Größenordnung auf die Straße gehen. Das sieht das Ausland auch und sagt, das ist eine wehrhafte Demokratie und das ist auch gut so. Das darf auch nicht abflauen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte zu den Geheimtreffen, das Treffen in Potsdam von AfD-Funktionären mit identitären Bewegungen zeugt aber ohne Frage von einer Brutalität im Denken, das sich gegen die Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft richtet. Ja, habe ich ja ausgeführt eben. Es geht alles gegen die Grundrechte im Grundgesetz und gegen die Ordnung, die hier festgelegt ist. Das ist die große Gefahr dabei, dass man das für selbstverständlich hinnimmt, dass man das tun kann. Das ist aber nicht der Fall. Und deswegen geht man auf die Straße. Dieses Recht des Widerstandes gegen die Leute, die dieses Grundrecht abschaffen wollen, ist übrigens im Grundgesetz geregelt. Ich glaube, ich könnte es jetzt suchen, Artikel 32, aber schauen Sie mal selber nach. Und da gibt es ein Widerstandsrecht. Und zwar nur gegen diejenigen, die diesen Staat unterminieren wollen. Und das hat die Väter des Grundgesetzes und Mütter des Grundgesetzes 1947, 48 und 49 genau gewusst. Das heißt, wir müssen eine wehrhafte Demokratie werden mit dem Grundgesetz. Das heißt, wir müssen ein Widerstandsrecht gegenüber denjenigen haben, die diese Ordnung umstürzen wollen. Und so verstehen sich die Demonstranten und deswegen sind so viele, weil sie verstanden haben, was diesen Staat ausmacht, nämlich dieses kleine Büchlein, das Grundgesetz. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich bedanke mich auch und sage Tschüss.